Seinen Namen hatten einige auf der Liste für eine Finalteilnahme am Roten Baum. Die Nummer 3 der Setzliste, Jürgen Melzer. Ganz im Gegensatz zu ihm. Der Kasacher Andrei Golubev spielte sich als ungesetzter Spieler ins Endspiel der German Open 2010. Nach einem Freilos in Runde 1 bestätigte der Österreicher seine gute Form gegen den argentinischen Sandplatzspezialisten Eduardo Schwank in beeindruckender Manier. Nach gerade einmal 55 Minuten stand Melzer in Runde 3. Jeremy Chardy konnte den Linkshänder danach ebenso wenig bezwingen wie Potito Starace aus Italien. Mit der Halbfinalteilnahme bei den French Open im Rücken lässt es sich eben auf Sand locker aufspielen. Das Halbfinale gegen Andreas Seppi. Wieder eine Demonstration der Favoritenstellung des 29-jährigen Wieners. 317 Minuten stand Melzer in dieser Woche insgesamt auf dem Platz und damit 112 Minuten weniger als sein heutiger Gegner Golubev. Der hatte aber auch ein Match mehr zu absolvieren und zerstörte in Runde 1 den Traum von Lokalmatador Mischa Zverev, endlich einmal ein Match am Roten Baum zu gewinnen. Und nachdem Lucky Loser Marcel Graniolas nach Hause geschickt wurde, wartete in Runde 3 der Titelverteidiger auf den Kasachen. Aber auch Nikolai Davydenko musste sich dem druckvollen Spiel von Golubev beugen, der sich mit diesem Sieg, seinem ersten über einen Top-10-Spieler überhaupt, das perfekte Geschenk zu seinem 23. Geburtstag machte. Beflügelt von diesem Erfolg machte der Kasacher auch im Viertelfinale mit Denis Istomin kurzen Prozess und spielte sich in sein erstes Halbfinale auf der ATP World Tour in diesem Jahr. Und da musste dann auch der letzte im Feld verbliebene Deutsche dran glauben. Florian Mayer hatte nach einem anstrengenden Viertelfinale nicht mehr viel hinzuzusetzen und musste die Hoffnungen auf einen heimischen Erfolg beim größten deutschen Turnier verschieben. Golubev steht damit zum zweiten Mal in seiner Karriere in einem Finale auf der ATP World Tour. Wenn in einem Finale die Nummer 82 der Welt auf die Nummer 15 trifft, sind die Rollen klar verteilt. Zumindest auf dem Papier. Und Golubev gefiel sich in der Rolle des Außenseiters. Keinen einzigen Breakball ließ der 23-Jährige im ersten Satz zu, holte sich seinerseits aber einmal das Aufschlagspiel von Melzer. Die Folge, Satz 1 ging mit 6:3 an Golubev. Und auch im zweiten Durchgang behielt der Kasacher einen kühlen Kopf. Keine Spur von Angst vor dem Erfolg. Und auch als Melzer auf 4:2 davonziehen konnte, ließ der Kasacher sich nicht beirren. Am Ende war die Überraschung perfekt. 6:3 und 7:5 für Andrei Golubev. Er ist damit der erste Kasache, der einen Titel auf der ATP World Tour feiern darf. Ich bin wirklich sehr, sehr glücklich. Das ist mein erster Titel, dazu auch noch auf Sandplatz. Damit hätte ich nie gerechnet, dass ich meinen ersten Titel irgendwann mal auf Sand hole. Aber diese Woche hat es einfach hier super funktioniert.